Ja, Ableitung war ein bisschen crazy und nicht nur wie am Anfang, wo man sich noch gefreut hat, Polynomfunktionen, solche harmlosen Ausdrücke, sondern jetzt x hoch x. Paar Grundlagen werfe ich schon mal rein. Ist auch vielleicht etwas, wenn ihr ein bisschen in die Tiefe geht, gerade auch im Studium, weil es um ein paar Umschreibungen geht und ja, Techniken, die man irgendwie noch als Grundvokabel haben sollte. Hintergrund, gleich kommt etwas mit einer impliziten Ableitung. Dass ihr auch so vom Verständnis her wisst, okay, wir haben ja hier Y oder Y von X, wir suchen Y' von X oder in der Schreibweise DY DX. Ich habe ja auch alles auch so rund um Operatoren, Schreibweisen noch in einzelne Videos gepackt. Oftmals sind es diese kleinen Wissenslücken, die, wenn man dann so etwas hier verfolgt, auch von der Lösung her, das lässt es einem dann um die Ohren fliegen. Also füllt die Lücken zwischendurch immer auf. Das ist gleich noch wichtig, weil wir das am Ende wieder brauchen, wenn wir jetzt von diesem Ausdruck ausgehen. Ich fange jetzt an und docke jetzt auf beiden Seiten mit diesem wunderschönen natürlichen Logarithmus an. Also ln von y gleich ln von x hoch x. Jetzt kommt hier zum Umschreiben etwas, nämlich Logarithmengesetze. Logarithmus von einer Basis hoch einem Exponent. Kann ich den Exponent entsprechend nach vorne multiplizieren? Also haben wir x mal ln x. Und jetzt docke ich an den ganzen Ausdruck und zwar nicht dy, sondern ddx. Das heißt, das leite ich jetzt nach x ab. Hier sind wir jetzt bei der Version implizite Ableitung. Ich nehme mal vielleicht den Teil, der etwas klarer ist. Dieser hier rechts vom Gleichheitszeichen, da haben wir nämlich nur x vorkommt. Hier haben wir den U-Teil, hier den V-Teil. Das wäre also U' mal V plus U mal V' als Hintergrund. X abgeleitet wäre 1, der V-Teil ln x übernommen plus U x übernommen mal ln x. Der V-Teil abgeleitet ist 1 durch x. Ich denke, es ist klar, einmal ln x ist ln x plus x mal 1 durch x. Hier könnte ich auch x-Eintel schreiben. Das weiß, sieht für manche schlimm aus. Wenn ich dann kürze, bleibt plus 1 übrig. Und hier ist jetzt der Teil, wo man eben aufpassen muss. Wir haben ln von y und y ist ja im Prinzip y von x. Das heißt, wir haben hier eine Verkettung, weil wir ja aufpassen müssen, dass wir nach x ableiten. Und das wäre dann 1 durch y, denn 1 durch, ne, im Hinterkopf y von x. Mal und dann entsprechend jetzt, das wird hier ein bisschen klarer mit, dass ich von diesem inneren Teil, das ist ja dann ein verketteter Ausdruck, noch die Ableitung brauche und dieser Teil abgeleitet wäre dann dy nach dx, eigentlich das, was wir nachher suchen. Und wenn man sich das jetzt hier anschaut, den kompletten Ausdruck, dann kann man wieder, wo viele fragen, ja, wie soll ich denn darauf kommen, das ist dann tatsächlich Mathematik, ein bisschen mehr als nur schematisch Algorithmen auswendig lernen oder Abläufe, sondern wirklich, was kann man jetzt hier machen, wenn ich jetzt beide Seiten mit y multipliziere, dann hätten wir hier die Möglichkeit des Kürzens, haben dann dy nach dx und wir haben hier auf der Seite noch den Ausdruck übrig und können jetzt hier für y ja x hoch x nehmen und haben dann, das ist x hoch x mal ln x. Plus 1. Und dann habt ihr eure Ableitung für x hoch x. Und das könntet ihr jetzt auch nachprüfen mit dem Ausdruck, wenn ihr das hier jetzt zum Beispiel den Ausdruck umschreibt, mit Hilfe der Basis e. Das wird vielleicht eine andere Version sein. Ich hoffe, hier waren ein paar Sachen drin. Nochmal der Tipp: immer Lücken schließen zwischendurch. Ihr seht, wie viel hier jetzt zusammenkommt. Gerade so auch, wo man an so gewissen Punkten dann wie sowas wie implizite Ableitung dran denken muss. Wenn ihr diese ganzen Wissenslücken, die ihr vielleicht habt, schließt, kombiniert mit Übungsaufgaben, tauscht euch gerne noch aus. Ich schieße auch noch mal raus auf meine Plattform. Am Ende des Tages, wenn ihr spezielle Fragen habt, kann eigentlich immer nur der Mensch mit reingehen, um zu erkennen, wo jetzt genau euer Problem liegt. Dann sollte es aber auf Dauer kein Problem sein, auch durch solche Sachen hier gut durchzukommen.